Ach ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute sowas wie das hier. Ihr habt vielleicht schon mal was von Gunpoint gehört. Das hier ist gerade der Launch-Trailer, damals zur Veröffentlichung. Habt immer damit gehadert, euch dieses Spiel zu kaufen. Ihr habt den Trailer gesehen, ihr habt Text dazu gelesen und dachtet euch so, boah, gefällt mir das nicht? Eine gute Nachricht für euch, wenn ihr jetzt sagt, boah, 7 Euro, die sind mir viel zu viel, das nur, weißt du, nachher gefällt es mir nicht und so, dann habe ich jetzt extrem gute Nachrichten, wie gesagt, für euch, denn es gibt nicht nur Gunpoint, das, was ihr gerade seht, sondern es gibt auch ein Clonepoint, eine Open-Source-Alternative dazu quasi, und die würde ich euch ganz gerne mal zeigen heute, das wird relativ schnell gehen, denke ich, beinhaltet nur 5 Level und ist auch nicht ganz so umfangreich wie Gunpoint, aber zum Kennenlernen des Genres, der Spielmechanik, vielleicht gar nicht mal so schlecht, um dem einen oder anderen auf den Geschmack zu bringen. Ist ein Pay-What-You-Want-Titel, das heißt, gibt es auch umsonst. Man kann dem Entwickler aber auch ein bisschen Respekt zollen. Press F2 Pay Respect und da 2-3 Euronen rüberkommen lassen, wie man denn möchte. Genug geschnackt. Das Ganze ist optisch... Wie nehme ich das? Wie sage ich das? Wie drücke ich das am besten aus? Das Ganze ist optisch, ja, so ein bisschen... Es erinnert ein bisschen an Windows 98 zu seinen nicht so guten Zeiten. Was ich damit meine, zeige ich euch gleich. Wir gucken uns erstmal dieses extrem gut konstruierte Hauptmenü an. Und schauen wir mal. Also Credits können wir uns, glaube ich, schenken. Zumindest so für den Moment. Da drehe ich jetzt auch nichts drum. Fullscreen, Screenflash, bla 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 bla. Kann man alles einstellen, wenn man das denn möchte. Möchte ich aber gerade nicht. Und ich würde sagen, wir laden einfach mal eine Karte. Es gibt, wie gesagt, 5 Stück. Ich muss niesen, das ärgert mich gerade. Kleinen Moment. Und ja, wir gucken uns jetzt mal die Map an. Eine, vielleicht auch 2. Und ich hoffe, ich kriege das noch gebacken, weil das letzte Mal, dass ich gespielt habe, ist schon ein bisschen länger her, aber steht schon lange auf meiner To-Do-List und jetzt habe ich mal die Zeit dafür, also. So, jetzt könnte ich hier mehr Upgrades holen, aber ich habe natürlich noch keine, weil das ist ja auch die erste Karte gerade. So, also ihr seht, wunderhübsch, das hier unten bin ich. Mit der linken Maustaste kann man quasi so den Sprungradius aufladen und dann durch die Gegend hüpfen. Es gibt so kleine Tutorial Points, die helfen ein bisschen weiter. Welcome to Clone Point. Wir laufen hier mal gechillig weiter. Use the mouse to jump on the side of a building. Das machen wir jetzt mal. Dann passiert das hier. Können wir uns da hoch und runter hangeln. Und, ja. Irgendwie kann man, glaube ich, nee, kann ich nicht. Kann mich nicht umgucken. So, da oben sieht man, ob ich gerade sichtbar bin oder nicht. Oder ob ich im Licht stehe oder was auch immer. Und wie man erkennt, wir kommen hier nicht rein. Diese Tür kann ich jetzt nicht irgendwie, kann ich jetzt nicht klicken oder E drücken oder was oder wo. Geht bestimmt auch, aber was weiß ich. Sondern ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Ich kletter jetzt erstmal hier hoch. Schau mir dieses Fragezeichen an. Du kannst jeden Sturz überleben. Das testen wir natürlich gleich mal. Scheint wirklich so zu sein. Hacke alle Computer-Terminals und gehe dann zum Ende des Levels. Steht hier. Man kann dieses Tutorial in den Optionsmenü deaktivieren. Wollen wir aber gerade nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen es mehr raus. So, Move Up W, Move Down S. Einmal schön in den Fahrstuhl. Zacki bumm. Wieder hier rausmarschiert, einmal hier lang spaziert und dann hacken wir uns in dieses System. Krass. Mods Hack. Und, ja, das war's eigentlich schon. Kann ich euch Licht aus und an machen, ne? Kann hier runterfahren. Das Ganze ist jetzt noch nicht so spektakulär. So, auch mal hier das Licht aus. Die Umwelt dankt es. Und dann hier. Haichi Bumbaichi. Level complete. Wow, sind wir ein Badass. Ich habe gedacht, ich würde da jetzt extremst dran scheitern. Deswegen nehme ich auch direkt nochmal die nächste Karte mit. In der Hoffnung, dass die ein bisschen, ein bisschen mehr Anreiz bietet. So, jetzt haben wir 8 wahnsinnige Upgrade-Punkte. Die tun wir natürlich direkt hier irgendwie mal willkürlich verteilen und dann starten wir die Karte. So, da sind wir wieder. Nicht in den Sichtbereich der Wachen hinein. Der Mauspaddel ziehen. Man kann die Wachen anspringen, um sie außer Gefecht zu setzen. Soweit, so gut. Also gleiches Spiel wie eben, nur dass es jetzt hier scheinbar Wachen gibt.
Wachen geben soll. Bis sie da. Da steht eine. Da. Da. Der weiß, der Mauscursor wird rot, da, wo sie mich sehen können. Ne? Ihr seht so, hier dürfte ich mich jetzt nicht aufhalten. Der geht sogar ganz schön weit. Kann man gucken. Ja, ne, also da hinten ist die Sicht quasi zu Ende. Da könnte ich jetzt quasi runterhüpfen, ohne erschossen zu werden. Und der Punkt ist, das kann ich ja vielleicht auch gerade nochmal zeigen, wenn ich jetzt sage so, jetzt will er, dass ich das Licht ausmache. Eigentlich wollte ich jetzt, ja, wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, ich drücke mal den Schalter, jetzt kommt er hier lang und dann sieht er mich und dann passiert das. Ach so, es ist dunkel. Gar nichts. Doch, ich musste näher dran gehen. Ja, also ein Schuss, ein Toter. In dem Moment, wenn man quasi einen erwischt, also wenn man eine gebumst kriegt, sag ich mal, dann ist das vorbei. Man kann aber irgendwie hier quicksaven. F9 zum Quicksave starten. Wir starten Level nochmal neu. Und dann gehen wir das mal an. So. Darf sich an der Wand festhalten. Also selbst wenn ich jetzt da vorne, hier ist eine Fensterscheibe, ich will mal nicht so sein. Selbst wenn ich jetzt hier sage, komm. Ah, doch nicht. Da war ich so schnell, dass er mich nicht erschießen konnte, der arme Kerl. Aber hier wäre ich jetzt im roten Bereich, dann würde ich sterben. Möchte ich natürlich nicht. Ja, das hat nicht geklappt. Gut. Jetzt aber mal ernsthaft. Ja, ich tue jetzt so, als hätte ich das verkacken wollen, natürlich. So, da, hier ist sichtbar. Ich gehe nach unten. Ich drücke diesen Schalter. Ich halte mich da an der Wand fest. Und warte. Und dann. So, kriegt aufs Maul. So, diese Wache ist quasi jetzt ausgeschaltet. Und jetzt können wir hier ganz entspannt herunterfahren. Feinde könnte ich nicht sehen, während du im Aufzug bist. Auch keine schlechte Info. So. Enter Crosslink and track a connection from the light switch to the door. Proceed. Crosslink. Ja, will das Tasten drücken? Ammo? Das ist neu. Ammo. Ah, Mausrad. Mausrad, also jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt hat man hier diese, ich nenne es jetzt mal ganz plump, Hacker-Ansicht. Wo wir jetzt verschiedene Schalter, die wir hier sehen, neu verdrahten können. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, der Schalter geht an die Tür und der Schalter geht an die Tür. Wir können aber auch sagen, der Schalter geht an die Tür. Na komm her. An die Tür und der Schalter geht an die Tür. Und so weiter und so fort. Dann verlassen wir diesen Modus. Drücken hier. Zack. Und dann geht die Tür auf. Wir können auch direkt wieder in den Modus rein. Licht aus. Einmal durch die Gegend hüpfen. Also ihr merkt schon, da geht ein bisschen mehr. Es lädt ein zur taktischen Tiefe. Hack, hack, haggly, hack, hätten wir das auch geklärt. Gibt es noch irgendwas Lustiges, was man hier tun kann mit den Schaltern? Ich würde fast sagen, das nicht. Hier oben ist zwar auch ein Schalter und alles, aber die kann ich nicht, die sind quasi nicht in meinem Einzugsbereich. Die kann ich jetzt nicht, nein, du sollst nicht keinen Fahrstuhl fahren. Die kann ich jetzt nicht umlinken, also ich kann jetzt nicht hier oben das Licht an- und ausschalten. Das geht nicht, aber ich kann zum Beispiel das hier machen. Damit kann man später irgendwelche Wachen ablenken. So, jetzt habe ich quasi über diesen Lichtschalter den Fahrstuhl nach oben geholt. So, und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Wenn ich denn noch so intelligent gewesen wäre, die Tür zu öffnen. Ach Quatsch, wir machen einen coolen Abgang. Die Tür öffnen kann jeder. Aber wir sind natürlich von der Maximum Damage Fraktion. Und wir machen das hier. Oh, okay, super. Yes. Ganz toll. Und das war's. Level komplett. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick in die nächste Karte. Wie gesagt, es gibt nur 5, deswegen reiße ich die nur an, werde die nicht lösen, damit ihr auch noch was zu tun habt, falls ihr bis hierhin schon sagt, das Spiel sieht tendenziell interessant aus. Und wenn ihr diese 5 Karten durch habt, ich weiß, die 4. und die 5. sind dann doch ein bisschen kniffliger, dann könnt ihr quasi mehr Futter haben wollt. Ich habe jetzt keine TMX-Dateien dafür gefunden im World Wide Web. Das heißt, ich müsste jetzt quasi als nächste Instanz umschreiten auf das Original, auf Gunpoint. Und ja, in dem Sinne ist Clonepoint im Moment noch eine ganz nette Variante, um sich quasi anzufixen für das Spiel, aber nicht um sich längere Zeit zu beschäftigen. Also jetzt hier schon mehrere Leute, eine Überwachungskamera, die nichts tut, außer dass man sie
dass sie quasi auch ein elektrisches Device darstellt und wir über diese Überwachungskamera diese Lampe verlinken könnten und könnten sagen, zack, Licht aus. Dann wird der hier nervös, macht das Licht wieder an und das Spielchen können wir jetzt die nächsten 3 Jahre spielen. Ja, könnte man machen. Was ginge noch? Auf die Schnelle die Überwachungskamera mit der Tür da oben verbinden, damit die schon mal auf ist. Dann könnte man noch die Überwachungskamera mit... Okay, ich kann scheinbar... Ich dachte, man könnte... Nee, kann man scheinbar nicht. Könnte man noch, man könnte hier die Tür aufmachen, um die Wache da oben nervös zu machen, was sie völlig kalt lässt. Könnte aber auch... Also quasi die Wachen so ein bisschen hier für die eigenen Zwecke missbrauchen, indem man hier oben das Licht kurz schließt und dann hier unten das Licht kurz schließt und dann hier die Tür kurz schließt. Also ne? So kann man jetzt quasi so eine kleine Kettenreaktion auslösen. Der geht hier hin, macht da die Tür auf, kriegt einen Koller oder was auch immer. Eigentlich war es jetzt so geplant, dass du da unten das Licht ausschaltest, aber der hat sich quasi jetzt eingesperrt da oben. Gut, okay, das zum Thema Clone Point. Dieses Mal wirklich nur kurz angespielt. Wenn ihr die anderen Level, also diesen Level zu Ende spielen wollt und die anderen Level überhaupt noch sehen wollt, dann müsst ihr den Download selbst tätigen. Der ist extrem klein und, wie gesagt, kann kostenlos von Itch.io quasi hier so mal gezizelt werden. Da muss man keine Unsummen für ausgeben, um das mal anzutesten. Aber, und das letzte Mal erwähne ich das jetzt, wenn ihr eine Geschichte gefallen findet oder generell sagt, Gameplay ist schön, aber Grafik ist pfui, was ich nachvollziehen kann, dann müsstet ihr eben sagen, gut, ich investiere mal aktuell, Stand Juni 2017, 7 Euro auf Steam oder wo auch immer für das, ja, den Vollpreistitel Gunpoint, der dann auch gleich ein bisschen netter aussieht. Und das eine oder andere Feature mehr bietet, da habe ich zum Beispiel eben gesehen, deswegen habe ich eben hier so verwirrt das versucht zu machen, denn in Gunpoint kann man über diese Schalter dann auch die Waffen auslösen oder so. Das ist dann natürlich relativ cool. Na gut. Das soll es gewesen sein. Link und alles, was ihr dazu braucht, findet ihr entweder unter diesem Video oder auf dem dazugehörigen Volaz-Artikel oder über eine Suchmaschine eures Vertrauens oder bei eurem Nachbarn unter der Fußmatte. Ich weiß ja nicht, wie der drauf ist. Ist doch eigentlich nicht wichtig. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mit dabei wart. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein und tschüss. Ein bisschen hier rumhüpfen, vielleicht kriege ich ja nochmal schnell einen Tod hin. Aber scheinbar seid ihr alle gerade nicht in der Laune, um jetzt hier mit mir zu shakern.